So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, denn wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und auch ein kleines Gewinnspiel. Dazu erfahrt ihr aber gleich Näheres, denn guckt mal, was wir hier Schönes haben. Da sind drei Dosen auf die dicken drei und deswegen sind da auch drei Dosen und deswegen sitzen da auch zwei dicke und ein dritter steht hier. Das ist der Hannes, ne? Kennt er? Moin! Show Renault. Das ist der Iswo. Total besoffen. Kontra Klo, ne? Also jeder macht ja hier einen Promi nach. Und ich bin Elden, ne? Man sieht's. Wer kennt ihn nicht? Und wir wollen das heute mal testen. Das sind nämlich die Dosen, die Iswo extra hat anfertigen lassen. Und das ist eigentlich aus einem älteren Musikvideo. Wer es noch kennt, kann es ja mal reinschreiben. Hat er jetzt hier ausgedruckt auf die Dosen drauf. Da ist sogar Bier drin. Und wir wollen das jetzt mal testen, probieren, extra für Ramses Kitchen, bevor wir die dann im Musikvideo komplett vernichten. Ich stelle mir mal eins hin. Iswo, du darfst anfangen. Gönn dir eine Dose. Also, jetzt kommt's. Hier ist es. Auf die dicken drei. Im Pool, ne? Wir trinken Dosen, so. Bier. Ja, ja, ach so, sind wir. Ah, geht schon mal auf. Okay, das sind okay. Großen Stier. So, dann mal Prost. Also einmal zum Testen und dann kannst du es ja leer trinken. Mhm. Ist ja nicht bisschen so warm noch. Aber noch kalt warm. Kann man schon trinken. Und schmeckt es jetzt nach Oettinger oder nach Becks oder doch lieber nach Ewa oder ist es hier was ganz anderes? Mhm. Okay, okay, gar nicht schlecht, okay. Okay. Mhm. Ja, kann man trinken als Biertrinker. Sagst du das jetzt nur, weil wir da drauf sind oder schmeckt das wirklich? Nö, nach dem dritten Schluck kann man es trinken. Nach dem dritten. Also wenn ihr das mit einmal wegäckst, dann ist es nichts wahrscheinlich oder was ich da raus höre, weiß ich nicht, kann ich nicht gut deuten. Ich dachte, du wolltest es jetzt leer trinken. Schlecht, ja. Oder willst du das genießen? Ich teste doch. Ach so, ich dachte, Test macht man mit einmal nippen und dann zack, aber ist okay, ist mehr Material. Guckt euch nochmal das Logo an hier. Ja, nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Hals. Genau, rein in Halsgebot. Rein Hals, Geizhalsgebot. Eigentlich steht ja auch hinten alles drauf, wo es abgefüllt wurde und wer alles die Finger mit im Spiel hatte. Gar nicht schlecht, weil wenn die Dose leer ist, dann ist gut. Wenn die Dose leer ist, dann ist gut. Hannes, du hast die Ehre. Ich bediene mich. Du darfst ja auch mal eins öffnen und probieren. Ich gönne es mir auf jeden Fall. Deine fachmännische Meinung dazu abgeben. Ich weiß, wir haben viele Biertrinker in der Community. Selbst schäumen tut auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ach, hier Red Bull Zero, ich hab's gewusst. Jeder hat eine Spezialrichtung bei sich drin. So. Leon, der Profi. Das sieht aus wie ein Biersommelier. So muss das schmeckt wie ein gutes Augustiner. Also mein Geschmack ist es. Gutes Augustiner. Ist Augustiner jetzt Helles? Ja, Augustiner ist Helles. Und ich glaube, da steht sogar drauf, Helles. Ist ein Helles, ja. Ist cool. Ach. Ah, ihr habt wahrscheinlich das Augustiner da rein abgefüllt, oder? Das verrat man nicht. Kennst du Augustiner eigentlich? Das kommt aus Bayern. Nee, München. Der Hannes Eck, ne? Oh, Hannes brennt. Hannes hat das schon wieder Brand. Also Hannes findet es auch gut, ne? Der wird das Döschen jetzt auch noch leeren. Und ich stell mal kurz das hier so hin. Wenn ich euch zeige, wie ich das Döschen aufmache. Na, hinten das sieht komisch aus. Komm, ich will nein. Ich will meins nämlich jetzt auch mal öffnen. Da ist sogar das Pfandlogo drauf. Ne? Das heißt, ihr könnt auch drei von diesen Dosen gewinnen und könnt die so wie die sind dann nehmen und abgeben. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Jetzt möchte ich aber auch erstmal probieren. 4,9% Alkohol. Abgefüllt für Opta GmbH. Neugar Blonser Straße 5 bis 7, Neu Traubling, helles Bier, wunderbar. Machen wir mal auf. So, jetzt testen. Dann sagt mal euch, was ihr machen müsst, wenn ihr das gewinnen wollt. Das ist nämlich ganz einfach. Aber erstmal kurz ein Nipper zum Testen. Wir drehen uns mal rum. So. Ja, schmeckt wie ein Helles. Ein bisschen wie Augustiner. Nein, das keine Ahnung. Ist. Ich irgendwie finde ich, da ist irgendwie so was Saures mit drin, ja. Saurer Apfel. Also ich
würde es trinken, aber ich glaube, ich muss dem guten 5-0er Dosenbier treu bleiben. Da wird ja auch heimlich Werbung gemacht, wenn ihr guckt, weil das sind ja ganz viele 5-0er Dosen da drin. Erst nach dem dritten Zug schmeckt man das doch erst. Jetzt machen wir drei kleine Züge, dann schmeckt es das erst. So. Und wird besser, hä? Gut. Es wird immer schlimmer, also für so geübte Ramses wie mich, ein Spin, lieber die Dose wegtrinken, ist ja eh nur 250 Milliliter, wie ein kleiner Energy-Drink. Und wenn ihr auch diesen absolut genialen Geschmack haben wollt, wenn ihr teilhaben wollt, Teil der Szene sein wollt, eine signierte Dose von dem Auf die Dicken 3 Bier, signiert von Iswo, Ramses und mir, da war ein Fehler drin, signiert von Iswo, Hannes und Ramses, wir können nämlich alle drei signieren, wir haben ja auch alle drei Hände, also insgesamt haben wir eigentlich 6 Hände, egal, wir würden die alle drei signieren, 3 Stück an euch verlosen, einfach nur Hashtag auf die dicken 3 unter dieses Video, dann werden wir wieder eine Auslosung machen, wahrscheinlich wieder Montagabend, 21 Uhr. Und dann geht's richtig ab. Es ist auch das Musikvideo unten verlinkt, wenn ihr sehen wollt, für was dieses Bier eigentlich hergestellt wurde. Iswo wird auch in seinem Musikvideo unten einen Link reinpacken von dem Video. Also, wenn ihr das mal probieren wollt, einfach unten Hashtag auf die dicken 3. Checkt das Musikvideo aus, auf die dicken 3. Und dann wird's verlost. Und dann wird's verlost. Warte, ich muss auch noch was dazu sagen. Es geht ja nicht um den Inhalt von dem Bier, sondern es geht hier um dieses wunderschöne Design. Guckt euch mal dieses Design an. Ja. Das ist wirklich einzigartig. Das gibt's jetzt hier nur die, also 3 Stück von denen gibt's da noch. Das heißt, ihr könnt es auch einfach aufmachen und wegschütten und dann die Dose in den Schrank stellen. Oder drei, wenn ihr alle drei gewinnt, das geht vielleicht auch und dann könnt ihr Dosenwerfen machen. Ihr müsst halt nur dreimal gezogen werden. Ist auch schon passiert. So machen wir das auf jeden Fall jetzt. Ne? Hannes, möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Ich finde es gutes Bier, also top. Hannes findet immer alles gut, deswegen holt ihr den euer Team. Ich habe schon gesagt, was ich sagen wollte. Hier, guckt euch das Logo an hier. Das ist das Etikett hier drauf. Sogar mit diesem komischen Pfand-Dings hier. Das ist genial. Schaut euch das Video auch mal an. Wenn ihr seht, das ist auf die dicken 3. Genau. Achso, dann sagt er, der hat doch noch was zu sagen. Ja. Und schaut euch dieses Video bei Ramses der Dicke an. Iswo seinem Kanal hier. Oder beim Iswo sein Kanal an. Es ist top. Weil er mit dabei ist, sagt er deswegen. Nein, aber ihr seht, das ist auf die dicken 3. Aber beim Iswo steht auf seinem T-Shirt auf die dicken 18. Das heißt, Iswo will jedes Jahr jetzt eine auf die dicken EP raushauen. Bis es Teil 18 ist und dann wird noch so ein Shirt verlost. Das ist aber schön und alle sind Zeugen, alle haben es gehört. Genau. 18 Shirts gibt es dann zum 18. Jubiläum von Auf die Dicken. Genau. 18, das wird heftig. Und dann seid ihr bestimmt auch schon 18 und dann können alle mitmachen. Das trinken wir jetzt noch weg. Ihr habt es ja auch getrunken, deswegen Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Auf die Dicken 3, auch schon mit dabei. Und weg. Peace out. So, Vorhaut. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.